Oh mein Gott! Oh! Was? Was? Schau Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Heute mal wieder ein Video ohne ganz viel Aufwand, ohne viel Reden, dafür mit viel Lachen. Wir machen heute wieder eine Nicht-Lachen-Challenge, meine Freunde. Da zum Glück Evive keine Zeit hat und ich auch ehrlich mittlerweile der Meinung bin, dass es deutlich bessere Kandidaten für dieses Format geht, habe ich heute den lieben Cengiz mit dabei. Was geht, Cengiz? Was geht ab? Ich würde wirklich dafür plädieren an der Stelle, meine Freunde, wenn ihr einen Daumen da oben da lasst, dass wir vielleicht der Cengiz einfach komplett austauschen mit, mit Evive. Ihr wisst schon, wir wollen weniger Evive auf meinem Kanal haben. Ja. Heute, meine Freunde, schauen wir uns wieder geisteskrank gute deutsche Memes an. Ja, was denn der Arme, der hat es doch nicht anders verdient, Alter. Mittlerweile hat der wirklich genug von mir bekommen. Wir schauen uns heute wieder deutsche Memes an, meine Freunde. Wir beginnen natürlich mit dem besten Kanal überhaupt, yulook.exe, meine Freunde. Für jedes, meine Freunde, was ich bis jetzt gesagt habe, kriegt ihr auf jeden Fall von mir gar nichts. Ich würde sagen, wir beginnen mit deutschen Memes, so nicht, mein Junge. Let's go. Cengiz, du weißt, jedes Mal, wenn du lachst, musst du deinen eigenen Fußnagel verspeisen, ne? Das ist ja so ein Ding hier. Ja, perfekt. Ich hab hier auch extra Nagelknipser noch. Ja, okay, okay. Zeig ich kurz rein, hier. Okay. Ja. Kannst du dir mal so einen Fußnagel abmachen und essen kurz? Soll ich machen? Ja, damit die Leute vielleicht kurz sehen, dass wir es ernst meinen. Ja, okay, also, hörst du's? Ja. Und? Ja. Ja? Okay, habe ich gegessen. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen. Auf Cam habe ich gegessen. Ekelhaft. Absolut, das war ein Witz, dass wir das machen. Egal. 3, 2, 1 und wir fangen einfach an. Peace, Leute. Schlag mich persönlich. Wie ich das sehe, gibt's drei Möglichkeiten. Erstens, du warst es. Zweitens, du warst es. Immer. Du bist Einzelkind, ne? Ja, nee. Ich hatte zwei Schwestern. Deswegen. Ah, okay, Digga. Ja, der Satz ist Pythagoras. Eigentlich. Könnt ihr auch hier wieder wunderbar mit Vokabeln arbeiten. Guck ihn dir an, schau ihn dir an, Knossi. Und dann sollte es eigentlich kein Problem sein, egal welche Aufgabe. Das ist ja so grundlegende Mathematik und wenn Jens da schon verloren ist, dann frage ich mich, wie hat der Mann überhaupt Übersicht über seine Ausgaben und seinen finanziellen Haushalt? Knossi, Grüße geht raus an dich. Den Satz anzuwenden. Hä? Was ist denn? Pietro auch. Deutschland ist stabil, Junge. Ey, Deutschland ist stabil, Junge. Der Animationsboss hat sich da nicht Ist das dumm? Ist das dumm? Ja, Leute. Für mich Hobby, so Spaß. Ich hab Spaß dabei, wenn. Ey, das hab ich mir gekauft! Digga, was jetzt? Echt jetzt? Ja, das hab ich mir gekauft. Oh, Junge. Das ist dieser Jeremy Fragrance, oder? Ich habe keine Ahnung, was bei dem Mann los ist, aber ich würde gerne mal einen Nachmittag mit dem verbringen, Alter, in der Entzugsklinik. Weil der ist ja parfümabhängig, deshalb. Ey, lass mal jetzt wirklich noch irgendwas bequemer. Ja, keine Couch. Was? Riecht das nicht gut, SpongeBob? Du hast doch schon seit Tagen nichts im Magen. Dieses Sucuk da drin, Alter, Sucuk mit Ei. Und oh mein Gott, dir, ich hab Patrick? So Bock da drauf gerade. Ein großer Junge muss doch essen. Oh mein Gott, hast du mitbekommen? Ja, Digga. Das ist ja einfach so krank, wirklich. Ja. Ja. Der Knossi ist gemutet, Chat. Die Kippe falsch rum, mein Junge. Ja, Knossi ist gemutet. Na, perfekt, ja. Das war's dann auch mit der Kippe. Er ist weg. Hä, hey, was ist das? Keine Ahnung. Wer ist weg? Wer ist weg? Wer ist weg? Weiterentwicklung der Aspirin-Tablette. Stell dir mal vor, Werbung wäre so, Alter. Ja. Und es soll noch bringender sein als alles andere. Was war das? Was? Was? Oh nein, Digga, was ist das denn? Ich hab Warzen gebaut wie kein zweiter. Ich geh in den Nether, hau rein. Oh mein Gott, den Clip kennen wir alle. Den Clip kennen wir alle. Ich bin drin. Nee, ich kenn's nicht. Halt dein Maul, du gehst in den Nether. Was ist denn? Ist das Tor schon aktiviert? Oh, Cengiz. Okay, erklär mir das bitte. Ich bin ja auch Minecraft-Noob. Aber ich weiß, dass dieses Tor irgendwo hinführen Man sollte. Muss da drin stehen bleiben und nicht kurz durchlaufen. Ah, der okay, ist dumm. Okay. Ach, ich bin durchgelaufen. Wie dumm. Oh, Junge. Ich hab 4 Euro plus. Herr Wall, gehen wir Puff? Nein. Warum nicht? Weißt du sowieso noch wie? Das klingt die ganze
Himmel! Ich schmeiß ihn die Kamera kaputt. Ehre an der Stelle an alle Leute. Ey, ich schwöre, ich bin heute Morgen um 6 Uhr aufgewacht, weil um 6 Uhr ein Nachbar mit mir gebohrt hat. Ich komme ins Büro. Was passiert? Shit. Die Nachbarn bohren! Warum bohrt jeder während der Corona-Zeit Löcher in die Wand? Keine Ahnung, ey. Junge Mann. Bohren da. Ja, nee, ich wusste es. Ich wusste es, dass da ein Vieh rauskommt. Einfach hat er ApoRed? So Angst vor so größeren Tieren oder? Nee, der hat Angst vor ApoRed, siehst du doch. Das ist original. Ja, wenn da jetzt das ist original, der hat Angst vor ApoRed, wirklich kommt jetzt. Da so eine Scheiße raus. Warum erschrecke ich mich immer so bei Tieren, Mann? Das ist halt ApoRed, also, ja. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall einmal ein Interview von Gurkensohn mit Karin Ritter. Das ist eine Sache, die mich wirklich interessiert. Gurkensohns Statement war ja schon extrem stark. Hier nochmal kurzer Einschnitt. Da bin ich mir sicher. Ich habe mir die Zusammenfassung von Kein Konzept reingezogen. Es hat gereicht, weil Gurkensohn okay. Wusste überhaupt nicht, warum er da sitzt. Ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz das Interview an. Moin, servus, moin. Willkommen zu einem neuen Video. Mhm. Wie man sehen kann, sitze ich neben der Karin. Wir haben viel bisschen gequatscht gerade eben. Gar keinen Bock. Und guck mal, wie abgefahren. Haben geredet. Wie geht's Ihnen? Wie steht's? Wie geht's? Oh, Oh mein Gott! Nicht so gut? Ja. Dann habe ich Lungenentzündung gehabt und jetzt sagt der Doktor, es ist eine chronische Bronchitis. Aber so wenn soweit alles dann... alles voll schlecht, der sagt, wenn soweit alles gut ist. Hm? Ja, ist so. Ja. Oh, hast du das schöne Wetter heute genossen, die Sonne? Na, hier ist es kalt drin. Was sollen denn das für Fragen sein? Digga, was ist das für ein Interview? Ich habe Schwarzschimmel. Ja. Und... Der Keller steht schon 7 cm unter Wasser. Das hast du mir ja gesagt, das ist echt schön. Nee, ist es nicht. Okay. Und ich wohne mutterseelisch alleine im Haus. Keiner da, der mich hilft oder sonst irgendwas. Und ich bin ein Freund und helfe. Das glaube ich, ja klar. Ja, die Anrufe jetzt. Ich schreibe jetzt alle Nummern auf und übergebe das alles der Polizei. Es reicht mir langsam. Ist das die Nummer von Kari? Nee, die. Hallo? Oh nein. Ja, ich bin's. Mach dein Aufschuh, mach dir aus meiner Leitung raus, du Birne. Du stockschwuler Arsch. Na warte, das ist die nächste Nummer, die wir von der Zeit kriegen. Ja, dann hat sie erledigt, danke. Junge, was? Das ist ja echt, das ist ja wirklich passiert. Okay, wollen wir erstmal mit der ersten Frage anfangen? Mach mal los. Was sagst du zu Coronavirus? Raus mit die Viecher! Ja, das hab ich auch viel gehört, das stimmt. Ja, ja, hat er recht. Dass man ja eingebunkert ist und nicht raus kann. Genau, man hat ja die Quarantäne oder wie man das in der Richtung nennt. Digga, dieser Mann ist von einem anderen Planeten, das ist doch nicht normal! Genau. Ja, das glaube ich. Also du sagst, das ist nicht in Ordnung, ne? Nee. Ach so, okay. Aber was ist das denn für ein Interview? Ich kann mir weiter gucken, so nicht anschauen, das ist mir zu verloren. Wir müssen Inscope schauen. Ich habe einmal über den Francesco auf. Was soll ich euch darüber aufklären? Das ist halt Elenas Freund. Elena hat einen Freund. Und ich glaube, das wissen auch einige von euch. Wusstet ihr es nicht, oder was? Doch, Elena hat einen Freund. Was tut ihr jetzt alle so überrascht, Digga? Warum machen jetzt Leute irgendwie Stress, weil sie einen Freund hat? Ja, an der Stelle würde ich sagen, grüßen wir einfach mal Elena. Und so einen Kuss. Nee, Elena nicht. Oha, willst du sagen, sie war eine 5 oder was? Nein, Elena, ich hatte nichts mit ihr. Schwör auf deine Mutter? Ja. Nein, du musst ja auch aussprechen. Was denn? Ich schwöre auf meine Mutter. Wie geil. Junge, ist das so. Küss ihn. Und dann? Küss den Arm. Ja. Den Arm ein bisschen weiter rausstrecken, bitte. Also, wenn die einen Freund hat, ist doch alles super, oder? Ich hab das Gewicht. Alter. Verstehst du's? Verstehst du's? Ich versteh's nicht. Ja, ist doch alles von dem Thema. Big Bang. Beide weg, Bruder. Beide weg. Alles klar, Digga. Wir haben hier noch ein paar heilige deutsche Memes. Kennst du Jesus von Nazareth? Ganz wichtiges Ding, Jengis. Ja, der hat mich auch letztens gesprochen. Das ist mega gut. Absolute Baba-Ehre, Digga. Ich bin anders. Aha. Ich bin Weirdo. Ja. Ich gehöre nicht dazu. Ja, das stimmt. Will auch nicht dazu gehören. Mhm. Pizza mit Ananas ist... Hast du mich je ohne diese dumme Mütze gesehen? Das ist... immer! Oh! Markiert 3 Personen, die mir Prinzen in die Badewanne springen müssen. Was? Ich bin so hot. Was ist eigentlich aus Mo geworden? Ich versteh's nicht. Was ist eigentlich mit Mo passiert, Junge? Stimmt, das ist er als Erwachsener. So als ob Mo nicht erwachsen wäre. Nein, ist er nicht. Unser Tag gehört dir.
Perfekt, Ehrenmann. Wenn jemand sagt, haha, das weiß doch jeder, dann kannst du einfach antworten, das kann nicht stimmen. Denn wenn es jeder wissen würde, würde ich es auch wissen. Und deswegen finde ich deine Aussage sehr dubios. Gott. Oder auch einfach, wie man sich innerhalb von 10 Sekunden einen auf die Fresse verdient. Ganz, ganz einfach. Das. Wenn man ja wirklich geschlagen werden will, dann antwortet man in dem Fall am besten einfach so. Mal so von der Laune. Alter, was wir? Wie kann man 10 Müll haben? Frag doch den, Alter, wie man 10 Müll auf den Kopf hauen kann, Alter. Einmal da, einmal hier, einmal da gewesen. Ey, ich glaube, wegen der ganzen Quarantäne fangen wir alle an zu handeln. Oh mein Gott. Ja. Wie kann man so dumm sein? Ich weiß es nicht, Alter, ich weiß es nicht. Das ist der Beweis für Marcel, der mir nicht geglaubt hat, dass ich Energy trinke. Aber ja, hier, ja. Alter, Alter, Alter! Ja. Heftiger Typ. Was? 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 Alter Jeremy, bitte. Los Angeles! While listening to some nice music in the earpods. Braucht der Mann Hilfe oder nicht? Ich kann es mittlerweile nicht mehr sagen, Alter. Ich weiß es nicht. Hey, kommt doch her, schaut mal. Oh, OG Squad. Oh, kommt her, ihr Bots, Alter. Wir fetzen euch 4 gegen 4. Schaut mal, Schwarze Ritter, Ghoul Trooper. Diesen Tortenskin und Ghoul Trooper. Diesen Tortenskin. Kommt her, 4 gegen 4. Frau Kochter, haben Sie Ihren kleineren Bruder zur Unterstützung mitgenommen? Ich bin der Vater des Kindes. Der Vater? Der Vater. Oh, immer, 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 immer gehabt. Oh ja, oh ja. Richtig und, episch einfach. Und dann ist einfach alles so richtig beschmiert und es ist kompletter Bullshit. Du musst die Basics erstmal checken, Genghis. Ich bin der Mount Everest, du bist auf der Zugspitze. Fragt. Wie ich mich zum Laufen motiviere, weil ich laufe ständig, aber ich brauch's nicht, nicht so oft beim Laufen, ja. Weil ich dann einfach nicht so gut reden kann. Ja. Und ich schaue mir immer vorher Bilder an von Menschen im Rollstuhl, okay? Jetzt! Was? Was? Nein, das kann nicht real sein. Doch. Das muss fake sein. Nein, jetzt abschließend. Ich würde es jetzt auch hier an der Stelle beenden. Ich würde gerne Karl S., Montana Black, Jeremy Fragrance und vielleicht noch Justin. Und Justin hat irgendwie eine Waffe. Ich weiß auch nicht warum. Justin hat einfach ein Messer. Falls ihm irgendwer die Uhr wegnehmen möchte, würde ich gerne alle in einen Raum setzen und einfach gucken, was passiert. Was ich würde wirklich einfach so einen Podcast in die Mitte, Mikrofon, Kamera, Digga. Das kann nur geil werden. Wir brauchen irgendeinen fetten Sponsor dafür. Keine Ahnung, Aldi oder so, meldet euch. Leute, ich bin an der Stelle raus. Das war's von diesem unglaublichen Video. Zum Glück haben wir kein einziges Mal gelacht. Wir sind echt steinhart geworden. Ja, also, steinhart geworden sind wir wahrscheinlich, oder? Es geht hier um unsere Erektion, Leute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Alle Meme-Kanäle sind in der Videobeschreibung verlinkt. Und an der Stelle bin ich raus. Checkt auf jeden Fall gerne Genghis-Kanal aus, denn da gibt's auch Videos. Der hat auch einen YouTube-Kanal, ist nämlich auch YouTuber. Der lebt davon, so wie ich. Ja. Leute, auf Wiedersehen an der Stelle. Tschüss.